Guten Tag, willkommen bei Fundus Agricultura Alpina, der Wissensdatenbank für traditionelle Landwirtschaft in den Alpen im Internet. Es freut uns, dass Sie sich mit eigenen Beiträgen engagieren und damit beitragen wollen zum weiteren Ausbau dieser wichtigen Enzyklopädie. Ich zeige Ihnen mit diesem Video, wie Sie dieses System bedienen. Als erstes geht es darum, wie Sie sich anmelden, um auch mitwirken zu können. Sie sehen gleich auf der Einstiegsseite diesen Knopf, Anmeldung zur Mitwirkung. Ich werde ihn jetzt mal drücken. Und es öffnet sich das Anmeldeformular. Hier tragen Sie sich bitte ein mit Vor- und Nachnamen, Anschrift, das Land, in dem Sie leben und für uns besonders wichtig die E-Mail-Adresse, damit wir mit Ihnen auch kommunizieren können. Die Sprache und das Fachgebiet wollen Sie bitte aussuchen. Sie können sich hier auch für mehrere Fachgebiete anmelden. Senden-Knopf drücken und das System schickt uns dann das Formular zu. Sie erhalten Postwenden von uns, auch per E-Mail, Benutzernamen und Passwort. So, ich werde jetzt zurück zur Hauptseite gehen. Wie können Sie sich einloggen? Nicht direkt auf der Einstiegsseite, sondern es geht über eine der vier Kategorien, Tiere, Pflanzen, Kulturtechniken, Brauchtum. Ich klicke jetzt mal auf die Tiere. Und Sie sehen nun, links findet sich die Anmeldung. Hier können Sie Benutzernamen und Passwort eingeben. Das werde ich jetzt mal tun. Es ist schon vorgespeichert in diesem System. Und Sie werden begrüßt und sind angemeldet und können nun Beiträge verfassen. Jetzt in diesem Fall für die Kategorie Tiere. Sie sehen hier einen neuen Beitrag. Ich werde das mal öffnen. Und es erscheint gleich die Maske zum Bearbeiten des Beitrags. Wie Sie sehen, es ist da einiges machbar. Ich komme später darauf zurück. Geht nochmal zurück und zeige Ihnen, wie Sie einen bestehenden Beitrag bearbeiten. Sie haben ja die verschiedenen Tierarten. Ich suche jetzt mal eines aus. Wir nehmen das Evolener Rind. Ja, da ist etwas da. Sie sehen, der Beitrag ist geschrieben, lässt sich hier lesen, aber über den Knopf Edit auch bearbeiten. Hier kommt dieselbe Maske, die wir gleich zuvor gesehen haben. Und Sie sehen, hier sind die verschiedenen Fenster, in denen ich schreiben kann. Nun, besonders wichtig, sei es nun ein neuer Beitrag oder ein Beitrag, den Sie editieren, ist der Speichern-Knopf. Also das System speichert die Beiträge nicht selbsttätig, sondern Sie müssen zwingend diesen Knopf drücken, damit der Beitrag auch gespeichert wird. Einige Dinge noch, die jetzt unabhängig von der Kategorie zu beachten sind. Und zwar das erste sind die Bilder. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 5 Bilder hochzuladen und diese auch mit einer Bildunterschrift auszustatten. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie das geht. Select Image. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Bilderordner. Ich suche ein Bild aus, öffne es und es erscheint sogleich hier im System und kann dann hier in diesem Fenster noch die Bildunterschrift angeben und wir möchten Sie bitten, darauf zu achten, dass Sie auch die Autoren des Bildes angeben.
Es gibt auf Wikipedia eine reiche Datenbank mit Bildern, die frei verfügbar sind, die aber auch zu Recht von den Autoren verlangt wird, dass sie angegeben werden. Ich lösche das jetzt kurz wieder, weil es ja nicht das richtige Bild war. Das Zweite, Sie haben die Möglichkeit, Dokumente hochzuladen im PDF-Format. Es funktioniert genau gleich. Select Files und Sie können hier ein beliebiges Dokument aussuchen, das Sie am PC haben und hochladen. Beachten Sie die maximalen Größen. Bei den Bildern sind das 200 Kilobyte, bei dem PDF 2 Megabyte. Das lässt sich mit, falls Sie Dateien zu groß sind, mit verschiedenen Programmen bearbeiten. Sie haben aber auch die Möglichkeit, uns diese Bilder bzw. Dokumente direkt zuzumailen. Dann werden wir das für Sie übernehmen. Dann, was wichtig ist jetzt bei allen Kategorien, dass Sie die Region benennen. Sie haben hier die Regionen des EU Alpine Space Programmes, die wir übernommen haben. Und es geht jetzt bei dieser Auswahl darum, dass Sie angeben, wo diese Tierrasse bzw. diese Pflanzensorte oder Kulturtechnik braucht, um heute zu verorten wäre im Alpenraum. Da gibt es zum Teil beträchtliche Unterschiede zu früher. So, nun zu der Kategorie Pflanzen. Ich zeige Ihnen am Beispiel des echten Buchweizens, einem bereits fertig bearbeiteten Beitrag, auf was es im Wesentlichen ankommt. Sie sehen hier den Beitrag, wie er sich den Leserinnen und Lesern präsentiert, mit Bildern, Links und so weiter. Ich wechsle jetzt in den Editiermodus. Da ist er schon. Als erstes wichtig ist die Kategorie Nutzpflanzen, ist in Sammelbegriffe unterteilt, zum Beispiel Ackerpflanzen, Gemüse, Getreide und Pseudogetreide, die wiederum in Pflanzengruppen unterteilt sind, etwa die Kartoffeln, die Lauchgewächse, der Buchweizen. Innerhalb dieser Pflanzengruppen können Sorten erfasst werden. Damit die Datenbank nicht mit Tausenden von Sorten belastet wird, sollten Sortengruppen, also zum Beispiel die Frühkartoffeln, der echte Buchweizen, erfasst werden. Links und oder Sortenlisten können unter Appendix angegeben werden. Vergessen Sie als erstes nicht, das Häken an der richtigen Stelle zu machen. In diesem Falle sind wir beim Buchweizen. Sie sehen hier, die Listen sind relativ lange. Die Region, das hatten wir schon, auch hier die Häkchen nicht vergessen. Jetzt zur Beschreibung. Hier geht es darum, im Sinne einer Zusammenfassung die wichtigsten Charakteristiken zu beschreiben. Beim Allgemeinen und der Geschichte blicken wir zurück. Es geht da zum einen um die Entwicklung dieser Pflanze, um die Nutzung auch, aber auch um die Gegenwart. Die Verbreitung einst und jetzt soll hier erfasst werden. Zum Anbau, hier auch relativ wichtig, sich kurz zu fassen. Wir haben die Nutzung und würden hier uns wünschen, dass sowohl von der historischen als auch der heutigen Nutzung, sofern sie sich verändert hat, die Rede sein soll. Die spezielle Eignung ist gerade bei Pflanzen wichtig. Jetzt im Fall von Buchweizen, der enthält ja kein Gluten, das ist mit Sicherheit erwähnenswert. Verarbeitung und Produkte, hier können Beispiele erwähnt werden aus der Geschichte, aber natürlich auch aus der Gegenwart. Die Kulturtechnik und Brauchtum, bitte beschränken Sie sich hier
auf Kulturtechniken, auf Brauchtum, das sich jetzt spezifisch auf diese Pflanze bezieht. Unter Sonstigem gehört alles hinein, was noch erwähnenswert ist, wie zum Beispiel die Bienenweide beim Buchweizen. Literatur, bitte verwenden Sie die wissenschaftliche Zitierweise, wie hier jetzt auch in diesem Beispiel. Die Links prüfen Sie bitte, bevor Sie sie verwenden, ob sie auch an den richtigen Ort führen. Wünschenswert wäre auch, dass die Links bei Gelegenheit wieder überprüft werden. Bei den Erhaltungsorganisationen wäre wichtig, dass Sie nicht nur die E-Mail-Adressen angeben, sondern die gesamten postalischen Adressen, gerne auch mit Telefonnummer. Beim Faktenteil sind die Synonyme von Bedeutung. Sie sehen jetzt hier am Beispiel Buchweizen, dass das eine ganz schön lange Liste werden kann. Die Verbreitung, da geht es jetzt darum, bis zu welcher Höhenlage, dass diese Pflanze sich eignet. Beim Habitat geht es um die Böden, also auf welchen Böden gedeihen diese Pflanzen am besten. Die Eignung, jetzt hier auch bei für Zöliakie geeignet. Die Gefährdung bitte hier auch mit Quellenangabe, in diesem Fall Agroscope Schweiz. Dann der Appendix, das hatten wir schon, dass Sie hier auf eine Sortenliste verweisen können mit Bildern und den Dokumenten-Upload sind Sie schon vertraut. Wichtig auch hier, das Speichern bitte nicht vergessen.